Freunde, Kameramann, du musst jetzt erstmal da bleiben. Ich muss da bleiben. Okay. Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, ich kriege dieses scheiß Wort. If you fit you was? If it fits your macros. If you fit your macros. Also if it. If it. Wir blenden sein I, F, Y. Ich krieg Kopfschmerzen schon. Auf Deutsch. Du darfst alles essen, wenn es in deine Makros rein. Genau, richtig. So, Freunde, und das ist was, also, pass auf, ihr habt jetzt zum Beispiel, der ihr dürft... Der hat gerade gezeigt, der hier. Ja, genau, weil, krieg Kopfschmerzen. Also, pass auf, ihr dürft zum Beispiel 2500 Kalorien essen, ja, und ihr habt 2000 Kalorien gegessen, so, und die restlichen Kalorien schafft er nicht mehr. Dann dürft er, wenn dann noch so und so viel Kohlenhydrate fehlen, könnt ihr eine Tüte Gummibärchen essen. Ist das richtig so? Ja, natürlich sind es Kalorien, das ist richtig. Das ist richtig, es sind Kalorien. Aber was für eine Art von Kalorien sind? Wirkt sich noch was ganz Gutes. Ich hatte tatsächlich auch mal vor Jahren ein Streikgespräch mit einem ganz jungen Mann, mit 21, der sehr schlank war, so relativ wenig Muskelmasse besessen hat. Und er hat zu mir gesagt, ist doch scheißegal, wenn doch auf einer Tüte Gummibärchen das gleiche draufsteht wie auf einer Tüte Reis, Naturreis, dann kann ich das gleiche essen. Hallo? Wir hatten doch vor kurzem einen Coach, beziehungsweise den baldigen Coach. Ja, yeah, ja, stimmt. Der gesagt, beziehungsweise der von einem anderen Coach, Bodybuilder, gesagt bekommen hat, nach dem Training 100 Gramm Gummibärchen wegen den schnellen Kohlenhydraten. Ja, kann man auch machen. Also es geht tatsächlich, es sind tatsächlich Kohlenhydrate. Also runtergerechnet, wenn man ganz tief in die Chemie geht, ist es auch nur Zucker. Aber wachsen Gummibärchen an den Bäumen? Nein. Wachsen Gummibärchen aus dem Boden? Nein. Es ist eine industrialisierte Pampe. Man nennt es auch Süßigkeiten. Das kann man auch wirklich auch tatsächlich mal als Süßigkeiten nutzen. Es geht ja darum, dass man es nicht nutzen soll. Aber der Sinn, der dahinter steckt, verstehe ich nicht. Wenn man sich gesund ernährt, dann sollte man sich doch so weit wie möglich, das ist meine Ansicht, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansichten. Ich bin dafür, der Mensch besteht ja aus Natur, ne? Wir sind ja Natur. Wir sind ja aus der Natur entstanden, also warum sollen wir uns mit irgendwelchen chemischen Zeug da verunreinigen, nur weil wir vielleicht, keine Ahnung, keinen Bock haben, uns gesund zu ernähren. Das sind immer solche Dinge, die dann so gesagt werden und viele Menschen übernehmen das dann eins zu eins und sagen, ja, das ist gut, das ist okay. Macht ja nichts. Ist ja egal, ob ich mich da mit Chemie vollballer oder ob ich mir da Gummibärchen reinballer oder ob ich Fastfood esse. Hauptsache, ich komme auf den Makronährstoffbedarf. Kann man machen, das ist richtig, aber es hat nichts mit Gesundheit zu tun. Es hat überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun. Ich finde, dass wir einen sehr wertvollen Organismus haben und vor diesem sehr wertvollen Organismus sollte man auch Respekt haben. Und Respekt heißt für mich, dass ich meinem Körper so wenig wie möglich Schaden zuführe, in Form von schlechtem, industrialisiertem Essen. Man muss auch dazu sagen, diejenigen, die das immer so bewerben, die sind 20, 25, manche noch 30, aber wir sind alle sehr, sehr jung. Das ist tatsächlich so, was der Cedric jetzt gerade anspricht. Das war das Streikgespräch vor Jahren. Der junge Mann, wo gesagt hat, auf dem Tüte Gummibärchen steht das Gleiche drauf, im Tüten Naturreis, das wäre das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Das sind runtergerechnet ganz tief in der Schiene natürlich Zucker irgendwann mal. Aber wie werden die im Körper verarbeitet? Was entsteht im Körper? Was passiert mit der Bauchspeicheldrüse? Welche Konzentrationen zukommen zum Beispiel gleichzeitig im Blut an? Das ist ein Riesenunterschied. Und das sollte man nicht unterschätzen. Wenn man ab und zu mal ein paar Gummibärchen isst oder wenn man mal ein Eis isst, das ist ja unproblematisch. Aber grundsätzlich so vorzugehen und zu sagen, naja gut, ich habe meine Makronährstoffe nicht zusammenbekommen, jetzt balle ich mir halt Fastfood rein. Kann man ab und zu mal machen, aber sollte man nicht als Regel gelten lassen, nicht grundsätzlich als Regel. Und es ist tatsächlich so, dass es ganz viele junge Leute machen, die 20, 25 Jahre alt sind, die haben diese Meinung. Warum? Weil die natürlich auch diesen schädigenden Faktor, was sowas ausrichten kann und man es zu häufig macht, übertreibt, überhaupt nicht bemerken. Warum? Weil die einen ganz anderen Tagesablauf haben, die haben einen ganz anderen energetischen Bedarf. Wo ich mal ganz jung war, da konnte ich am Tag 20 Brötchen essen. Ja, 10 zum Frühstück und 10 zum Vesper. Konnte ich essen. Da war ich 17, 16, 17. Kein Gramm auf den Rippen. Ich konnte Cola trinken. Ja, ich habe mit 16 und mit 17 Cola getrunken. Ich war auch immer so schwachsinnig. Und habe da auch allen möglichen Müll gegessen. Ich habe aber nicht zugenommen. Warum? Weil ich natürlich
jung war, heranwachsend, dumm war und ja, auch nicht gewusst habe, was ich da tue. Da war es auch wichtig, Hauptsache was reingeschoben, keinen Bock gehabt, mir was vorzurichten, keinen Respekt vor meinem Körper gehabt. Aber wenn man dann mal ein gewisses Alter erreicht, dann ist es tatsächlich so, dass man auch einen ganz anderen Respekt hat vor seinem Körper und sagt, ja, das muss ich nicht machen, weil ich darin überhaupt keinen Vorteil erkenne. Und zwar null Vorteil. Ist so. Ich weiß, jetzt fühlen sich natürlich wieder einige auf den Schlips getreten, aber mein Gott, es gibt halt auch mal die andere Seite. Und if you was? If it, wir machen zusammen. If it fits your macro. Allein das Wort macht mir Kopfschmerzen. Wenn man das gesund macht, so wie es der Cedric gesagt hat, dass wenn was fehlt, dass man dann sagt, okay, dann nehme ich halt abends dann schnell mal ein Omelette, dann ist das wunderbar, weil das ist tatsächlich so, Eier, wenn sie von Freilaufhühnern sind, von Bodenhaltung, sind sehr gut, da ist alles drin. Ich meine, weil so kann ich mir auch relativ flexibel den gesunden Ernährungsplan. Genau. Wie gesagt, ich habe frühs oder meinen Tag verteilt 150 Gramm Eiweiß, kann ich sagen, okay, frühs mache ich mir mal an dem einen Abend Haferflocken oder an dem einen Morgen dann lieber ein Omelette und esse dafür dann mittags ein bisschen mehr. Ja, das ist was anderes. Das ist ja, da wird da getauscht, gesund gegen gesund. Oder ausgetauscht, ergänzt, gesund. Das ist okay. Sagt keiner was davon. Das finde ich ganz wichtig. Wir sollten vor unserem Körper Respekt haben. Weil wir haben den nur einmal. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, in ein Formel-1-Auto Müllbenzin reinzuschütten. Kein Mensch würde jemals auf die Idee kommen, seinem Rennpferd Schrott zum Essen zu geben. Nie. Aber im Körper kann man es machen. Wir machen gleich nochmal ein Video zum Thema Cheat Day. Oh, Cheat Day. Ist ja auch. Cheat Day ist natürlich auch spannend. Ich weiß, ihr freut euch drauf. Ich kann mir vorstellen, wie das hier. Nächstes Video machen wir ein Cheat Day. Erklären wir mal Cheat Day Sinn oder Unsinn, okay? Freunde, das war's zum Thema. Ich sag's jetzt nicht mehr. Makro, if you fit you, was weiß der nicht. Ihr wisst Bescheid. Ich bin schon alt, ich darf das. Bis bald.